So, press any key to enter the hall. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Dusk, zu einer weiteren Episode. Es geht weiter mit diesem schönen Spiel. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Es ist ziemlich anspruchsvoll bisher. Wir drücken einen Key, starten die Aufnahme und sind bei Blood and Bone. Also im nächsten Level. Schauen wir mal ganz kurz durch, was haben wir alles. Wir haben unsere Sichel. Wir haben, das war falsch rum. Wir haben noch einige Schuss mit Pistolenmunition, das ist ganz gut. Shotgun haben wir noch einen Busy Schuss, auch die Super Shotgun hat noch einen Busy Schuss, die Assault Rifle ist ganz gut, die Hunting Rifle, naja. Ja, also wir könnten ein bisschen mehr vertragen tatsächlich. Pistolenmuni kriegen wir hier nochmal, sehr schön. Und wir brauchen den Yellow Key. Ich habe einen Seagut gefoundet. Oh, die Seife. Die habe ich schon vermisst. Hallo, Seife. So, heißt also, wir hätten wohl links lang gemusst. Wenn das da rechts ein Seagut war. Kann ich die wegseifen? Oh, ich konnte sie wegseifen. Einen zumindest habe ich jetzt weggeseift. Hat das geklappt? Hat geklappt. So, und da unten wartet auch schon was auf mich. Das hat auch geklappt. Nicht schlecht. Hunting Rifle. Rifle. Ja, geil. Wir haben wieder Hunting Rifle Munition. Ey. Alles klar. Oha. Okay. Das war knapp. Mist, jetzt habe ich ihm die Seife zugeworfen. Ich frage mich, wie ich in diesen Raum hier nebenan reinkomme. Ah, Schrotflintenmunition kann ich leider gerade nicht aufnehmen. Okay. Mist, kann ich das nicht hier durchwerfen? Au, au. Mist. Seine Kugeln haben die Flugrichtung der Seife beeinflusst. Das ist ja zu krass. Okay, gehen wir mal hier hoch. Hoppla. Ah, aha. So kommen wir hier hin. Sowas zählt schon als Secret? Echt? Krass. What? Aua. Okay, den haben wir down bekommen irgendwie. So, hier brauchen wir den roten Key. Also Orientierung ist in diesem Spiel wirklich gefragt. Wer sich nicht orientieren kann, der ist hier ziemlich verloren. Oh, da ist wieder so ein Dingenskirchen. Aha. You found a secret. Ja, schön. Nehme ich doch gerne an. Unsere Gesundheit ist auch schon wieder auf 100. Wir machen diese ganzen Gänge hier so ein bisschen Angst, aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Oh nein. Fick diese Ratten. Fick diese Ratten. Mist.
Wow, Alter, dieses Spiel. Kann ich mal wieder treffen, danke. Ich bräuchte die Seife. Wow, 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 wow. So, weg mit dir. Ich bräuchte wirklich mehr die Seife. Und hier ist sie. Ich gerade der Einzige, der so ein bisschen Muffensausen hat. Was? The darkness is spreading. Ja, das finde ich ja wundervoll. So, hier wäre dann die blaue Tür. Oh, gegen den hilft das gar nichts. Hat gegen den die Seife gerade nicht geholfen? Doch, hat nur nicht getroffen. Ich fürchte, es wird bald einen neuen Gegner geben. Oder ein Endboss. Es riecht nach Endboss. Mist, ich habe nicht getroffen. Ja, ich bin sehr mutig. Ich weiß. Du Scheiße, Jungs. Haben wir alle besiegt? Ach du Scheiße. Also der Raum ist hier so ein bisschen Trollraum, wie es aussieht. Immerhin bis jetzt noch kein Endboss, aber es kann ja auch noch kommen. Ja, tschüss. Sollte ich da reinspringen? Okay, die bekämpfen sich gerade gegenseitig, das ist auch schön. Ich weiß nicht, warum ich hier runtergesprungen bin. Keine Ahnung. Ich komme da niemals hoch mit dem. So, jetzt ist es immerhin kaputt. Und wir können einsammeln, was es hier einzusammeln gibt. What? Ah. Okay, was geht jetzt ab? Oh, das ist nur so eine Luftschieß-Dingens. Ich dachte, das wäre so eine Teleportstation. Weißt du was? Ich ignoriere das einfach. Hi. Wow, Alter, das war fies.
Okay. Wir haben die blaue Keycard. Oh. Das war ein lustiger Tod. Oh, ihr seid's wieder. Was zum Geier? Shit. Warship. Ah, Mist, wir müssen wieder hoch. Ja, wir müssen da wieder hochkommen. Dankeschön. So, das hier haben wir auch nicht umsonst kaputt gemacht, immerhin. Ich habe Angst. Schön, dass du tot bist, das freut mich. Waren wir hier nicht schon? Oder hab ich euch gekillt? Das kann natürlich auch sein. Ich dachte jetzt, das sollte mich irgendwie darauf vorbereiten, dass gleich was Schreckliches kommt. Ja, okay. Warum erschreckt mich das überhaupt noch? Hallo, könnt ihr aufhören, mich zu ignorieren? Schreibt der wieder weg, ich glaube, zackt. Fressen die Viehschrot. Ja, komm du mal her, es ist schon okay. Meine Güte, also gegnertechnisch wird hier nicht gespart. Okay, alles klar, wir müssen jetzt hier wieder zurück, ne? Hat mich das gerade erschreckt, dass dieses eine Vieh durch die Gegend geflogen ist. Meine Güte. So, wir müssen jetzt zur blauen Tür. Das gefällt mir nicht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja. Okay, ihr wollt es, ihr kriegt es. Ist doch gar kein Problem, Jungs. Ihr kriegt das Maul. Wenn ihr das Maul wollt, dann kriegt ihr das Maul. Diesmal werde ich nicht zurückweichen, sondern ich stelle mich euch. Ja, come on. Kill me, come on. Dieser dumme Boss. Wo läufst denn du überhaupt hin? Bist ja ganz und gar auf dem falschen Dampfer, ey. Also du auch. Geh weg. Habe ich keine ich habe kaum noch Shotgun-Munition. Oh, bittere Zeichen brechen über uns hinein. Das ist nicht gut. Okay. Aber wir leben noch. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Vorteil. Was soll uns das hier denn eigentlich sagen? Wir brauchen doch jetzt den roten, die rote Schlüsselkarte, oder? Muss ich das Ding kaputt machen? Mir ist irgendwie so, als ob. Oder ich muss hier rein.
Uff. Die Britzeleffekte sind wundervoll. Ja. Ja, ist klar. Kinder. Oh Gott. Ist das jetzt euer Ernst? Haben wir hier nicht irgendwas, was Licht macht? Den hier zum Beispiel, der macht doch ein bisschen Licht. Könnt ihr jetzt so geil Jumpscares hier machen? Das gefällt mir nicht. Okay. Oh, da ist ein Kanister drin. Die rote Karte ist ein Secret. Willst du mich verarschen? Was gibt's hier noch? You found a working flashlight. Oh, danke, Spiel. Wobei ich das jetzt ehrlich gesagt sogar ganz cool fand, dass es nicht funktioniert hat. Das hatte gerade schon was, zugegeben. So, was nehme ich jetzt auf? Die Assault-Riffel. Mit meiner Assault-Riffel kann ich sie nämlich alle abknallen. Ah, das ist der gleiche Raum nochmal. Gut. Kann ich hier irgendwas machen? Wow! Na super, ist ja ganz groß. Ah Mann! So. Okay. Kann man nicht irgendwie buddeln oder so? Dann gehen wir mal weiter. Alter, Musik! Ja, dich kenne ich ja schon. Du bist ja eigentlich ganz lustig. Was auch immer hier passiert, ich möchte es gar nicht. Was? Exit! Fuck you. Okay, es war wirklich das Exit. Links war noch irgendwas. Wir sind nicht in die rote Tür reingegangen. Ich weiß, ich bin ein Idiot, aber ich wollte jetzt einfach nur raus. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich ärgere mich gerade drüber. Mist, ich hätte echt nochmal nachschauen können, was sich hinter der roten Tür verbirgt. Vielleicht wird man ja für seinen Forscherdrang belohnt und kriegt nochmal einen Endboss oder so. Oder halt
Munition. Schade. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Dusk Episode 2 zum nächsten Level. Ich weiß nicht genau, was dann abgeht, aber wir werden es sehen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Dusk.